Hallo ihr Lieben, Ju vom Guru und von Chris. Heute mit Pepsi Blue im Test. Es ist unfassbar. Die muss man direkt jetzt mal testen, ne? Das haben wir jetzt gesagt, das ist was man testen muss. Vielen lieben Dank nochmal an Tim, der hat mir das zugeschickt mittlerweile. Per Post 2 Flaschen Pepsi Blue, ich freue mich riesig. Kann ich auch noch ein Foto für Instagram machen und man denkt sich so, ja, die Flasche ist ja noch blau, was ist daran denn Besonderes? Nein. Das Zeug ist auch blau, ne? Das ist auch blau. Pepsi Blue wurde zum allerersten Mal im Jahre 2002 released in Amerika. Jetzt ist sie wiedergekommen. Und ich bin gespannt. Ich bin auch total gespannt. Ich bin auch gespannt, ob die nach Pepsi schmeckt oder anders. Oder ob sie nach Pepsi Crystal. Das war ja mit der nach Pepsi geschmeckt. Das stimmt. Und das soll so. Guck mal. Ob das hier in Deutschland gab es jetzt offiziell nicht. Super. Willst du aus dem Glas oder aus der Flasche trinken? Egal. Dann trinke ich aus der Flasche. Okay. Das ist, muss man ja, glaube ich, aus der Flasche oder was trinken. Pepsi, ich bin sehr gespannt. Zum Wohl auf die blaue Farbe. Ich bin sehr gespannt, echt. Zum Wohl. Das Gefühl, man trinkt hier, schmeckt nicht nach Schlumpf. Was ist denn das? Hat einen interessanten Nachgeschmack. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Findest du das jetzt gut? Wir haben die nicht gekühlt. Nein, es schmeckt sehr plastisch. Ja, oder? Ja, das ist echt interessant. Das schmeckt ganz komisch. Ist noch haltbar alles. Ist noch alles haltbar und interessant. Der hat einen sehr plastischen Nachgeschmack. Der hat nicht gedacht, die Pepsi Blue. Also, nichts, was man jetzt häufiger trinken müsste. Soll eigentlich beerig sein, aber sie hat ein... Ich stehe ja manchmal auf künstliche Geschmacksrichtungen, die so richtig schön künstlich sind, wie Bubblegum, Schlumpf, Kaugummi, ja, etc. Ja. Aber das schmeckt so süß, künstlich, plastikmäßig interessant. Vielleicht schmeckt die gekühlt viel besser, aber geschmacklich krass. Pepsi Blue und fällt vollkommen durch, ne? Ja, oder? Auf einer Skala von 1 bis 10, was sagst du da? 2 Punkte tatsächlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, ich würde es nicht, also es ist schon krass, man muss das gekühlt trinken. Dieser Schock, diese Leere gerade, ne? Ja. Das ist Entsetzen. Passiert manchmal, aber es ist trotzdem das cool, dass man auch mal so ein, was schnell testen kann, was einem gar nicht schmeckt. Halt, es sieht schön aus, aber... Es sieht schön aus. Nicht. Vielleicht soll man es lieber mixen mit anderen Getränken oder so, weiß aber es schmeckt echt sehr. Wodka reinmachen oder so. Ich weiß, ich sag immer, keine macht... Den alkoholischen Getränke. Nee, was ist das denn hier? Interessant, hätte ich nicht mitgerechnet. Wie viele Kalorien hat der eigentlich? Ist das vielleicht mit Energy 150 Kalorien hat das hier? Interessant. Manchmal liegt es ja auch am Zuckeraustauschstoff, das manchmal komisch schmeckt, aber es ist mit Zucker, es ist Pepsi, es ist blau, es ist nicht fruchtig, es schmeckt nicht nach Cola, es schmeckt auch nicht wie so eine nachgemachte Cola, es schmeckt einfach künstlich und nach Plastik. Gut, verabschieden wir uns mit 2 Punkten. Wir haben es nichts verpasst. Für die Farbe gibt es die 2 Punkte, weil es sieht ganz schön aus. Farbe ist gut gelungen. Ja, einmal für die Innenfarbe Optik. Und einmal für die Flasche. Ganz genau. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Tschüss. Tschüssi. Bis demnächst. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, ihr Junkfood-Guru und auch den Chris. Bis dann. Tschüss. Tschüss.